Ich bin bewaffnet und bereit für den nächsten Kampf. Ich spür das Adrenalin und meine Gegner Angst. Sie haben größere Zähne und dickere Haut. Manche spucken Feuer, andere haben Gift in ihr Maul. Aber ich hab jeden Test bis hier geschafft. Wegen ein paar Karnivoren mach ich sicher nicht. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video, ein etwas anderes Video. Kein Arc-Guide, sondern ich will nicht sagen, ich brauche eure Hilfe, irgendwo schon, aber auch vielleicht für euch eine kleine Chance. Es geht darum, Leute, wir sind kurz vor den 10.000 Abonnenten und man muss ja ein bisschen vorplanen. Also ich plane hier schon seit mehreren Monaten, Wochen auf diesen ganzen Zettel, die sind alle vollgeschrieben. Ich will es euch noch nicht zeigen, weil da stehen ein paar Entwürfe schon drauf. Plane ich mit ein paar Leuten ein 10.000 Abonnenten-Special. Und das ist, denke ich mal, so für Juli, so nach Fjordo-Release ungefähr angesetzt. Aber ich muss halt frühzeitig das Ganze planen, weil der Fjordo-Release halt sehr, sehr viel Zeit Zeit brauchen wird. Deswegen möchte ich es gerne früh wie möglich so gesehen diesen Part abgehakt haben. Und es geht darum, ich möchte gerne euch in diesem Projekt, in diesem Video mit verewigen. Jedem von euch die Chance einzeln oder als Tribe oder sogar als Server. Das überlasse ich so ein klein bisschen euch, wie ihr das Ganze vorhabt. Das ist aber auch als Beispiel, ihr könntet auch als kompletter Server in diesem Video sein und auch als Einzelperson. Also man kann auch dann so gesehen mehrmals drin sein, weil beim Server werdet ihr ja nicht einzeln genannt, sondern der Server. Und dann könnt ihr nochmal einzeln im Video separat drin sein. Die ganze Sache ist wie? Ja, ich möchte gerne von euch, dass ihr mir einen Ingame-Clip von eurem Charakter schickt, wie ihr ein Emote macht. Ja, ob es jetzt hier das Cruise-Emote ist, das gucken wir gleich noch im Ingame alles an. Das ist mir eigentlich vollkommen egal, das Emote. Auch wo ihr steht, ihr könnt alleine vor eurer Base stehen, ihr könnt das Ganze cool mit eurem Server inszenieren, mit eurem Tribe inszenieren, ob ihr irgendwo davor steht oder im Hintergrund, wer mit dem Schaf langläuft, das ist komplett euch überlassen. Mir geht es darum, ich möchte gern in diesem 10.000 Abonnenten-Special so viele Clips wie möglich haben und das halt von dieser Community, weil ihr seid die 10.000 oder die 10.000 paar Gequetschte vielleicht bis dahin. Daher finde ich auch, habt ihr es verdient, da drinnen zu sein. Ob ihr auf dem PC aufnehmt, ich meine, da ist am einfachsten. Einfach einen Clip machen, mir irgendwie schicken. Ich blende auf jeden Fall hier eine E-Mail-Adresse ein. Das Ganze würdet ihr auch theoretisch über Discord, würde es auch gehen. Aber ich glaube, über die E-Mail-Adresse ist es am einfachsten, weil wir reden halt hier von so einem 5 bis 10 Sekunden Clip. Ja, also mehr ist ja so ein Emote auch eigentlich gar nichts, meistens sogar kürzer. Natürlich gibt es dann klar ein paar Sachen, die ganz cool wären. Zum Beispiel einerseits die HUD ausmachen. Also die HUD ist das, dass unten die Leiste nicht dabei ist. Natürlich, wenn ihr das irgendwie vergessen haben solltet, ist nicht so schlimm, aber es wird halt schöner aussehen, wenn es nicht dabei ist. Genauso wie wenn ihr mir die E-Mail schickt, dass ihr euren Gamertag dazu schreibt. Weil ich kann dann in dem Video später, wenn dann euer Bildchen läuft, unter mir im Video auch euren Gamertag drunter schreiben, dann seid ihr noch ein bisschen besser verewigt. Natürlich könnt ihr auch auf einem Dino stehen, einen coolen Skin anhaben, ein Schultertier tragen, auch das ist komplett euch überlassen. Ja? Da habt ihr komplett kreative Freiheit. Jetzt gibt es ein paar Sachen. Natürlich gehen wir davon aus, wie gesagt, PC-Spieler können am PC aufnehmen, können wir das schicken. Xbox-Spieler können auch kleine Clips aufnehmen, die sie zum Beispiel mir schicken können. Wenn ihr irgendwie Probleme habt und ihr wisst nicht, wie ihr irgendwie mir das schicken sollt, dann schreibt mir bitte einen Kommentar oder über Discord und ich helfe euch. Ja, ich meine, ich habe die meisten Plattformen zu Hause. Irgendeinen Weg finden wir, wenn ihr drinne sein wollt, dass ihr da reinkommt in das Video. Über PlayStation genau das gleiche. Ihr könnt das Ganze über mehrere Möglichkeiten machen, über die Share Factory aufnehmen, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal hochladen, wenn ihr einen habt, das Video auf so gesehen privat stellen, mir den Link per E-Mail schicken, dann lade ich mir das runter zum Beispiel. Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten. Deswegen, wenn ihr in dem Video sein wollt, schickt mir gerne einen Kommentar, wenn ihr nicht wisst, wie ihr es machen sollt. Genauso wie, wenn ihr wisst, euer Server guckt gerne diese Videos. Schickt es gerne euren Admins und fragt, ob ihr vielleicht irgendwas zusammen aufnehmen könnt. Wie gesagt, mit ein paar mehr Leuten am Start. Das würde auch cool aussehen, wenn wir dann so Gruppierungen oder so haben. Würde mich mega freuen. Und ja, wir gehen mal ganz kurz in-game. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, was ich genau meine. So, gehen mal auf Aufnahme. So, kurz die Dings auch da. So. Wir haben jetzt hier, im Prinzip wäre mir so, upsala. So, ich sage erstmal die Ansicht, also von der Weite her, sorry, kann auch so stehen, wie gesagt, das ist euch überlassen, auf jeden Fall halt diese Außenperspektive so und dann einfach ein Emote abspielen, ja, also nehmen wir jetzt mal in dem Fall hier, was haben wir denn, jubeln zum Beispiel,
So, und mir einfach davon im Endeffekt einen Clip schicken, ja. Also bei meiner Person so alleine würde ich es vielleicht so hierhin machen und dann hier einfach so ein Jubeln, ja. Aber es geht auch, wie gesagt, auch jedes andere Emote. Also ihr könnt auch hier, keine Ahnung, ja gut, ja, ist halt kein großartiges, ja. Es gibt schon coolere Emotes, gerade aus Events. Aber das überlasse ich euch, wie gesagt, welches Emote ihr mir schickt. Und einfach an die E-Mail-Adresse, wie gesagt, die E-Mail-Adresse ist das erste oben in der Beschreibung hier aufgelistet. Schickt sie mir einfach dahin oder halt über meinen Discord. Denkt mal, das sind die einfachsten Wege. Würde mich mega freuen, Leute. Wir arbeiten wieder schon lange, lange an dem Projekt und mit euch zusammen kann das wirklich richtig, richtig geil werden. Ein richtig schönes Community-Projekt da draus machen. Wie gesagt, jeder von euch wird dann so gesehen drin verewigt und ich danke auch schon mal im Vorfeld jedem, der an dem Ganzen teilnimmt, das vielleicht teilt. Wie gesagt, es gibt überall einzelne Zuschauer, die vielleicht die Videos von mir schauen. Deswegen, ihr könnt das gerne auch auf Facebook teilen, auf WhatsApp-Gruppen, wo ihr vielleicht wisst, die Ark, also eine Ark-WhatsApp-Gruppen oder halt in eurem, wie gesagt, Discord vielleicht, wo euer Server, von eurem Server und fragt mal, haben die Admins Bock drauf, halt was Cooles zu bauen? Weil irgendwie wäre es doch auch geil, Leute, wenn dann so ein Video von, ich sag jetzt mal zum Beispiel, wir denken jetzt mal irgendeinen Namen jetzt aus, ja, die Knochengemeinde, ja, und dann würde halt dann so die Knochengemeinde stehen und dann halt auf so einem Berg hier vielleicht irgendwie 10, 15 Leute, vielleicht ein Dino, fliegt ein Dropio dran vorbei. Wäre doch irgendwie auch ganz geil, ja. Also gerade auch wenn so ein Community, Video kommt, das kann ruhig, wie gesagt, dann auch so 10 Sekunden lang sein, das ist kein Problem und ich packe das dann auf jeden Fall rein. Schickt mir auch gerne so viele wie möglich, also nicht von einer Person fünfmal das gleiche, sondern also die Menge. Wir haben sehr, sehr viel Platz in diesem Video, wir haben sehr viel dafür auch freigehalten, wo wir euch so gesehen drin verewigen können. Ja, Leute, das war's an der Stelle von dem Video. Ich bedanke mich. Wie gesagt, vielen Dank für euren krassen Support. Dass wir allein schon sowas planen können mit dem 10.000 Abonnenten-Special, finde ich einfach übelst krass. Es macht auch mega Spaß, das Ganze vorzubereiten. Ist ein bisschen stressig, aber ich hoffe, dass das Endresultat euch gefällt. Wie gesagt, ich denke mal, es wird so nach dem Federal Release soweit sein. Und dann geht das Ganze auch online. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die kommende Zeit mit euch. Und wir sehen uns. Bis denne. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch ne Runde Survival Ark. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.